Heute spielen wir Fortnite, Freunde. Verkauft dein Haus. Und mit dabei ist heute... Ich bin Schmucki, guck mich an. Du hast echt Schmuckis Kopf, Digga. Ich sag doch, Digga, ich bin Schmucki, aber da kommt... Wer kann? Afro-Man. Klatsch! Warte, haben wir nur drei Leben? Ich glaube, wir haben nur drei Leben. Hör auf. Leben, Digga. Danke, sag ja oder nein. Haben wir drei Leben? Gesagt. Wer mehr? Klatsch, oder? Ihr seid nicht besser, Digga. Und Standard-Skill ist auch dabei, Freunde. Aber das Ding ist, heute haben wir wahrscheinlich eine Map auf Naruto-mäßig angelegt mit hier so Sharingan. Standard-Skill? Ja, Standard-Skill hier. Hängt an der Wand. Oh, Bro. Der war gut, Digga. Laber nicht. Komm, wir gehen Level 1 rein. Aber, Freunde, bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch ein Turnier vorstellen, was ich auch livestreamen werde auf YouTube um 17.30 Uhr am Donnerstag. Das Ganze ist gesponsert von Razer, Freunde. Und es handelt sich hier um ein Trio-Turnier in Fortnite. Wie ihr seht, kann der erste Platz 3.600 Euro gewinnen. Das wären 1.200 Euro pro Person, 1.800 für den zweiten Platz, 1.200 für den dritten und vierter und fünfter Platz kriegt Razer. Gear. Und über Razer brauche ich nichts erzählen, Freunde, das kennt ihr sicherlich. Richtig geile Sachen sind da am Start. Wie ihr seht, Freunde, am 14.01. fängt das Turnier an, das ist auf dem Donnerstag. Da klickt ihr einfach am Turnier teilnehmen drauf, registriert euch hier oben mit eurem Epic-Account und klickt hier auf registrieren, ja? Dann müsst ihr die Sachen erledigen, das muss jeder von euren Teammates machen. Wenn ihr euch registriert habt, geht ihr aufs Profil, Freunde, ladet euch den WLS-Client herunter, damit ihr nicht cheaten könnt, ihr wisst, und das muss jeder von euch machen. Startet Fortnite, dann könnt ihr euer Team registrieren und dann könnt ihr auch schon loslegen, meine Lieben. Also seid mit dabei, 17.30 Uhr live auf YouTube, macht mit, Freunde, es gibt dicke Preise, ihr könnt was gewinnen und ich weiß, viele von euch sind sehr gut in Fortnite, ich leider nicht, vielleicht treffen wir uns ja in der Runde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Schmiede, Digga. Das ist volles MMO! Und nochmal, warte, ich bin NPC. BDO. Greetings, okay. Traveler. Hello. Und dann, die sagen ja immer nur das Gleiche so, ne? Die sagen immer nur so. Warte. Wir spielen das nach. Warte. Ich komm, wir beide. Okay. Warte. Okay. Also, du bist NPC. Okay. Du bist bereit, Merkan. Oh, guck mal, da ist eine Quest, Merkan. Oh. Ha. Hä? Ha. Hallo, wie geht die Quest? Ha. Oh. Kennt ihr nicht diese, die immer das gleiche machen? Ja. Okay, egal, lass anfangen. Aber wie fangen wir an? Achso, Scoreboard wahrscheinlich, oder? Okay. Jolly Tower? Was ist ein Jolly Tower, Digga? Darf man da jallern, oder was? Digga. Nein, das hat Dings gebaut. Das hat Jenny das schon gebaut. Achso, Dings. Jesus heißt er jetzt Jolly, weil er immer gejallert. Was? Okay, ich will anfangen. Ich habe das noch nie gespielt. Okay, du fängst an. Aber Merkan, du weißt ja die Regeln gar nicht. Ja, guck. Du gehst ins Haus rein, du weißt nicht, was da drin ist. Du kommst raus und musst uns das verkaufen. Wir haben 1000 Münzen. Bitte, ja, hier ist eine goldene Shotgun. Ist das, jetzt muss ich rauskommen und sagen, hier ist eine goldene Shotgun drin, oder wie? Oh. Du gehst raus und sagst, ist gut oder nicht. Aber du kannst natürlich auch bluffen. Genau, wir machen die Versteigerung. Du sagst jetzt ein Startgebot von 10 Münzen zum Beispiel. Ja. Und ich und andere bieten darauf. Und dann kannst du immer so Tipps geben, wenn wir zu wenig bieten, sagst du, Digga, Jungs, da ist was Krasses drin. Oder du kannst halt bluffen, damit du Paramount So wie Danke jetzt sagen würde, ist stramm. Ist heftig. Ist stramm? Ist stramm, Digga. Okay. Also, Startgebot. Startgebot, Bruder. Wir haben nur 1000 Münzen und 6 Häuser. Denk bitte daran. 300. 300? Digga, da kann man 2 Häuser kaufen. Aufnahme vorbei. Ich schwöre. Ja, ist doch heftig, Digga. Okay, dann ich zahl 300. Ich zahl gar nichts, Digga. Kannst 301 zahlen, wenn du willst. Komm her, Merkan. Ich zahle doch nicht 30% von meinem gesamten Gehalt, Digga. Ach, wir haben 1000 Münzen. So, ich lese ein Buch. Danke, da fehlt einer. Oh, du Mann ist dick. Hat er einen zu wenig gegeben? Ja, guck, das ist nicht weg. Okay. Meister ist das sein. Ich bin dran. Komm rein. Achso, wir kommen rein. Nö, ich will nicht gucken. Okay, dann guck mal nicht. Was hast du bekommen? Ich habe stramme Waffen, also einmal goldene P90. Ja. Dein Schuss und Double Pistol. Ist okay, Digga. So ein bisschen auf Bad Boy angelehnt. Jungs, wollt eure Rüstung reparieren? Das könnt ihr bei mir. Gut, aber wenn du gekauft hast, gehe ich in die nächste rein. Okay, Tavern. Okay, in die Tavern. Okay, meine Lieben. Wir schauen rein. Ich biete 2 Cent. Ich biete meine Eier, Digga. Ich biete meinen Arsch. Tu so, als wäre der Loot gut. Startgebot 300 Coins. Oha! Digga, hat in die Zukunft geguckt, Merkan. 300. Nein, das stand da an der Wand, Digga. Ja, das, bei mir stand da auch. Ich hab's doch nicht vorgegeben. Ach so, cringe. Okay, 300. Nein. Ich sag euch so, ich mach das jetzt ein bisschen schmackhaft. Okay. Wenn man das Haus kauft, hat man alles, was man braucht. Ob die Qualität davon gut ist, weiß ich nicht. Okay, mit dem Satz hast du gerade dir ins Knie geschossen, weil du sagst gerade, dass die Qualität scheiße ist. Nee. Doch. Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Was ist das Startgebot, André? Ja, ich sag 250. Mit 300. 301. Nein, Digga, mach Minimum 50er Schritte. Okay, 350.
400. 450. Halt, du kleiner Hund, Digga. 450, ohne Matsch, kein Geld mehr, Digga. Digga, dein Ernst? Du wolltest mal den Preis drücken, du Bastard, Digga. Ey, Mann, Digga. Wie viel hast du jetzt danach noch? Du hast gar nichts mehr. 252. Ja, aber es hat sich gelohnt, ich sag's dir so. Ska ist wild. Goldene Ska, ja, Pump. Und ich sag ja, man hat alles, was man braucht. Das war nicht gelogen. Guck mal, aber das Ding ist, ich wusste, André sagt die Wahrheit, aber ich will nicht mein ganzes Geld jetzt schon ausgeben, Bruder. Ja, Odoman ist crazy, Digga. Wir haben ihn jetzt aber ausgeschaltet, er hat kein Geld mehr, Digga. Ja, warte mal, ich kann jetzt verkaufen, Jungs. Ja, wird kacke, du wirst hoch ansetzen. Ja, er macht Startquot 500 oder so und sagt, das ist das Krasseste. Okay. Also, bei meinem Haus ist nur 100 Schritte erlaubt und mein Haus fängt mit einem Startgebot an von 350. Guck, wir sein Geld wieder haben. Und man darf nur mit 100er bieten. Okay, Merkan, ich hab eine Idee. Wir bieten einfach beide gar nicht. Ich sag euch ehrlich. Ja, wenn ihr nicht bietet, dann nehm ich das, Digga. Ja, nimm aber das, also, kein Cash mehr, Digga. Weil, ja, nee, das ist doch mein Haus, Digga. Warum soll ich auf mein eigenes Haus bieten? Weißt du, das Ding ist, das ist echt Odomans Tonlage, das ist krasses. Also, ich geb dir die 350. Ich sag euch so, das Haus. Ja. Ist das Gewinnerhaus. Okay, ich bin mit 350 dabei, Bruder. Ja, ich bin raus. Nimm für 350. Dein Ernst? André, ja. Bist du dir sicher? Ja, unnormal sicher, okay, Digga. Warte, ich war mir noch nie so sicher in meinem Leben, Digga. Bist du komplett sicher, André? Ja, unnormal. Komplett. Digga, das einzige Mal, wo ich in meinem Leben so sicher war, dass ich Vater werde, Digga. Du wirst weinen, André. Stimmt so. Du wirst weinen. Okay. Rein. Oh, shit. Okay, ich weine echt. Du wirst weinen, hab ich gesagt. Hä? Digga. Okay, es geht, Digga. Odomans Tonlage war... Die Pump... des Todes, Digga. Es geht, Digga. Aber wir haben unendlich Slurpees, ne? Wir gehen in Jala Tower, komm. Ja, Slurpees sind Juice. Oh, shit. Unnormal schön, Band, Digga. Okay. It's my turn. Ja, wir machen es jetzt so, dass Mirkan wieder anfängt, sonst wäre es jetzt ein Muss. Ja, okay, Mirkan geht in Villa rein, okay? Okay. Mirkan geht rein, freut sich und dann enttäuscht. Okay, Startgebot 250. 250, okay. Ihr dürft den Zwacken hoch. Ich gehe mit 250. Digga, ich mach direkt 400. Warte, denk dran, Odoman, ich hab 1500 Hacken, Digga. Ja, mit 400 gehst du mit rein, André. Ja. Geh ich mit 450 rein. Boah, Digga. Ja. Dann nimm. Ja? Ja. Kleiner Bastard, Digga. Warum? Warum seid ihr so, Digga? Ja. Okay, warum? Wir gucken rein. Warte. Warum hab ich gelacht, Digga? Oh mein Gott, da ist das Jagdgewehr, André. Wenn es gibt, André Bauteam umsonst. Digga, Standardskill ist wieder da, Digga. Was geht, Standardskill? Ja, Leute, willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, willkommen zu meinem Kanal. Okay. Ey, André, du musst erwähnen, dass ich ein Pro-Player bin. Stimmt, Odoman hat ja 2000 Dollar gewonnen, Freunde. Ja, ich bin Pro-Player. Und er ist jetzt Pro-Player, weil er ja in einem offiziellen Turnier Geld gewonnen hat und dann ist man Profispieler. Vor allem, was hat das mit dem Video zu tun? Ich weiß nicht, Digga, das ganze Video hat keinen Sinn, aber egal. Okay. Bin ich dran? André, du bist dran, ja. Okay, ich geh rein. Okay. Digga, ich sag euch so, schwierige Angelegenheit. Ich hab Odoman gegessen. Hallo? Odoman? Hallo, ich bin wieder gewachsen. Dings, schwierige Angelegenheit. Ich sag euch so, okay. für die richtigen Leute ist es ein krasses Haus, aber für die Pro-Players unter euch nicht so. Okay, wie viel Startgebot? Muss ich aber auf 300 machen. Okay, kann ich mir eh nicht leisten, ich hab noch 200. Okay, das Ding ist... André erzählt wahrscheinlich gerade von einem Raketenwerfer. Von daher nehme ich den und für 300. Aber ich biete 350. Kannst auch bieten? Natürlich kann er bieten. Digga. Okay, 400. Ja, nimm. Ja, das ist kacke. Nochmal 100 Cash plus gemacht, Digga. Das ist so dumm, Digga. Oh. Ich sag ja, für die Richtigen ist es gut. Tu, als wäre dein Loot schlecht. Oh Gott. Jungs, mein Loot ist so schlecht, ne? Okay, das sollte ich tun. Kommt raus. Wollen wir Odoman überspringen? Ich hab den Juwelier, Jungs. Ich hab den Juwelier. Danach kommt Item Shop. Digga, ich hab nicht mal eine Waffe, ne? Juwelier. Ja, Odoman, ich biete 1000. Ja, er hat das Haus schon gewonnen. Danke, der Loot. Er hat keine Waffe. Startgebot 500. Danke, Per André. 500? Okay, ne. Meckern hat gar nicht genug, oder? 500 hast du nicht mehr, ne? Bruder, 600. Oh, warte. Hast du 600? Mhm. Ja, aber du weißt, es kommt gleich noch ein Itemshop, ne? Ich würde nicht alles ausgeben, Digga. Ja, das gar nichts, Bruder. Ich hab 1800 Coins, Digga. Mir ist egal. Dann let's go. Also, ja, was jetzt? 600. Bietest du 600? Ja, da mach ich 650. Der kann mir gar nicht mehr bieten, Digga. Mach jetzt 850. Hast du nicht? 850. Ich kann André keine Waffen, Digga. Hä, du hast kein Geld. Du hast kein 850. 850. Hast du nicht, Digga. 850. Ja, dann drop auf Boden. Okay, Digga. Oh. Okay, 900. Ich geh nochmal hoch mit 100. Also 900, also 1000. 950. 900.000? Nein,
900. Ach, Bruder, ich kann nicht rechnen, Digga. Ja, 1050. Oh, oh, oh shit. Na, danke, Jungs. Wir sehen uns, Digga. Spaß. Warte mal, wie viel hast du jetzt hingedroppt? 958. Ich hatte 956. Ja, er wollte wieder lügen. Hier, nimm. Ja, er wollte wieder lügen. Okay. Ich hatte 956. Und immer, ich droppe dir. Er bescheißt, ey. Ich droppe dir 1000, Digga. Kann er eh nicht mitbieten. Merkan? Ja, nimm. Okay, wir haben immer noch 900 Münzen. So ein Scheißhaus, Digga. Hä, die ist schon ohne mal stark, die Waffe. Die ist ohne mal scheiße, die Was Waffe. Was laberst du? Ich glaube, es hat geklingelt. Mein Döner kommt, warte. Du bist ein kleines Bitschwein, du bist eine kleine Kachidän. Du bist eine Kachidän. Wie redest du? Das ist nicht gerade passiert, Digga. Das ist nicht gerade passiert. Geil, Digga. Also, wir haben dir ein Lied gesungen, während du weg warst. Wir haben ja einen Creator Code Song gemacht. Ja, den, das Lied habe ich auch noch im Flur gehört, Digga. So laut war das. Okay, wir gehen weiter. Item Shop, let's go. Digga, ich habe genau für die Ska. Ich habe genug für die Ska. Oder die Snipe. Digga, es gibt keine Jacke mehr umsonst. Danke, du bist gefeuert. Digga, das muss doch so sein. Mirkan hat so viel Cash, ganz kurz, Digga? darf ich mal ganz kurz anmerken. Warte, ja. Ganz kurz. Ich hol die Ska. Warte ganz kurz. Alles Gold, mein Full Inventory. Achso, sorry, dass du cool bist. Wer die haben will, kann die haben. Okay, ich geh rein. Mir egal. Okay, ich geh rein. Was passiert? Oha. Tschüss, das richtige Kolosseum. Ich hab geklaut. Mein Raketenwerfer. Warte, was geht ab, Digga? Warte. Digga, es laggt bei mir. Bei dir auch? Nein. Okay, gut. Oh mein Gott, ich hab so lange kein Fortnite mehr gespielt. Ich treff nicht mehr. Ich hab Mirkan 7 Schaden gemacht. Wo ist Mirkan? Ich hab ihn richtig verarscht. Er dachte, ich spring. Boom, Junge! Hä, wieso bin ich auch gestorben? Hab ich mich selber gekillt? Ich hab den 90er. Nein, ich hab ihn gekillt. Nein, ich hab ihn. Ich hab ihn gekillt. Mock dich! Hund! Digga, die Map sieht übel geil aus. Digga, die sieht übel pro-crank-rank aus. Ich muss nachladen. Digga, diese Waffe ist echt scheiße. Odemar hatte recht. Also, ich finde die scheiße. Schreib gerne mal in die Kommentare. Ich hab Odemar Afro geballert. Hä? Was machst du da, Odemar? Ich flieg. OP-Spot. Wo ist der OP-Spot? Ich bin von der Map gefallen. Oh, nicht dein Ernst, Digga. Ich bin da. OP-Spot! Digga! Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich schon verloren habe. Egal, wir kämpfen einfach ein bisschen. Odemar! Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich schon verloren habe. Aber was macht die Waffe? Sie ist eine ganz normale Pumpgun, Digga. Bruder, sie, Feuerpump, Digga. Sie verbrennt Gebäude. Ja, wow, Digga. Das bringt doch jetzt überhaupt nichts. Egal, ich bin raus, Freunde. Ich bin so lost in diesem Spiel. Ja, Odemar hat, glaube ich, echt gemacht. Oh, nee, wir machen Mirkan und Odemar 101. Okay, Mirkan hat gewonnen. Vor allem, ich beende jetzt das Video, weil mein Döner da ist und ich hau jetzt ab. Ciao.